So, das ist die Katze. Das ist der Dino hinter der Katze. Hallo Schatz. Das ist Müll. Aber das kennt ihr schon. Denn es ist wieder Zeit. Der nächste Raid-Boss-Wechsel steht an. Raikou, Entei, Suicune sind fort. Schlinking ist in den Raids. Das ist kein legendäres Pokémon. Das ist eine Ultra-Bestie. Und das passt sehr cool. Denn Hannes kommt morgen. Und Schlinking ist heute da und eigentlich wollte Hannes heute kommen. Wir wollten den Raid zusammen machen. Jetzt hat das aber nicht gepasst. Hannes muss einen Tag später kommen. Muss ich den jetzt alleine machen. Dafür machen wir aber morgen Mega Gengar zusammen. Und mit Hannes möchte ich dann so eine Art Raid-Tour machen. Alle grünen Pässe, die ich habe für Schlinking auf dem Free-to-Play-Account, weil ich durch die Quests ein paar bekommen habe, also die Spezialforschung und anderes Zeug. Wir fahren jetzt erstmal in den Park. Suchen ein Schlinking, das was zuerst aufgeht am Bahnhof, werden euch die Konter zeigen, werden den machen. Vielleicht ist direkt ein Shiny dabei, ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, aber mal gucken, das ist schwarz, das wird dann weiß, das sieht bestimmt richtig genial aus. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Schlinking Raid am Bahnhof. Das ist gut, weil der geht 13.10 Uhr auf und 13.17 Uhr muss ich eh das Muttertier holen vom Bahnhof. Was ich aber erst noch machen muss ist, ich habe gerade Flauschling als Buddy. Das hat den Grund, man musste dem 25 Bären geben, damit man den entwickeln kann. Den möchte ich jetzt auch mal entwickeln und für den Pokédex-Eintrag und dann will ich ihn direkt wegschmeißen. Ja. Wir haben gestern einen heftigen Stream gemacht, wo wir einfach 2 Stunden lang versucht haben, eine Pokébox auszusortieren, da Platz reinzuschaffen. Wir haben 100% Pokémon weggeschmissen, wir haben Shinies weggeschmissen, wir haben eigentlich alles weggeschmissen, weil das ist ein Free-to-Play-Account, der hat keine Box, der hat gar nichts, der muss immer hasseln für 50 Münzen. Das ist jetzt hier Sabayon, neuer Pokédex-Eintrag. So, ich kann es nicht verschicken, solange es Buddy ist. Ich muss erst den Buddy wechseln. Und dann will ich eh noch was pushen. Dazu aber gleich mehr. So, ich habe den Buddy gewechselt. Ihr seht, Hannes ist wieder am Start. Hannes ist der beste Buddy, den man haben kann. Ja. Nennt eure Buddies alle Hannes, dann wisst ihr, was passiert. Nein, dann wisst ihr, was ich meine. Jetzt muss ich hier mal kurz rein. Sabayon. S-A-B. Das ist nutzlos. Das können wir jetzt verschicken. Was nicht nutzlos ist, ist, wenn wir GUA eingeben und haben hier Gardevoir. Das haben wir gestern im Stream erlöst. Das ist ein 100%iges geworden. Das möchte ich mal pushen. Und zwar ans Maximum. Das kommt direkt jetzt auf Level 50. Das hier ist nicht Max Out Monday. Das Ding haben wir trotzdem auf Level 50 gepusht. Und was jetzt wichtig ist, Charme, Zauberschein, Mega-Entwicklung. Das ist das zweite Pokémon, was ich mega entwickle. Ich versuche eigentlich trotzdem alle Mega-Entwicklungen wieder reinzukriegen. Das ist das erste richtig sinnvolle, was ich gerade entwickle, was auf Level 50 ist, was in 100% ist. Das ist mein ganzer Stolz, den ich jetzt habe. Das ist der zweite Pokédex-Eintrag jetzt in diesem Video. Und der ist auch der beste Kon damit gegen Schlinking, weil das Ding ist Unlicht. Ihr nehmt am besten Fee. Fee hat doppelt Schwäche. Und dann nehme ich natürlich Mega Gardevoir. Werde gegen Schlinking kämpfen. Gefühlt könnt ihr das sogar im Solo machen. Aber wenn ich mit Hannes unterwegs bin, macht das natürlich mehr Spaß. So, das ist mein 100% Mega Gardevoir. Ich habe noch 2 Kryptos gestern gepusht, aber nur 40. Da vorne ist der Raid. Hier checken wir einmal mal ab, ob da ein Shiny dabei ist. Ist jetzt leider keins. Trotzdem, habt ihr schon Fleckmon Shiny bekommen? Habt ihr Pikachu Shiny? Schreibt es mal in die Kommentare. So, das ist die Arena, aber die kennt ihr ja schon. Da haben wir schon einige Community Raids dran gemacht. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, das ist kein iPhone. Die ganze Zeit habe ich mit dem gelben iPhone immer meine Pokémon-Aufnahmen gemacht. Ist aber irgendwie nervig, weil das ist mein Haupthandy. Mit dem Haupthandy muss ich mir immer Hotspot geben auf das iPhone. Muss die Sachen vom iPhone immer mühsam dann rüber auf den PC wursteln. Braucht extra Kabel, dann ist es immer komplett in der falschen Reihenfolge alles. Ich habe gesehen, die Dateien hier funktionieren wieder. Ich werde jetzt mal testweise die Sachen hier mit aufnehmen. Weil damit laufe ich eh rum in der Hosentasche und klicke alles nebenbei an, was da rumsitzt und versuche das einzufangen. Wäre ja einfacher, hier einfach eine Bildschirmaufnahme zu starten, dann hier die mitzunehmen. Und wenn ich dann die Kamera anschließe mit dem Kabel, dass das die Dateien von der Kamera rüber sendet, kann ich das gleiche Kabel auch für dieses Handy verwenden. Und weiß ich nicht. Das war nur, weil das iPhone flüssiger war als das alte Handy. Aber das Handy ist ja eigentlich flüssig, weil das nehme ich ja auch immer für die Streams. Wäre also
sinnlos zwei verschiedene Dinge jedes Mal, sondern das jetzt für alles wäre vielleicht auch sinnvoll. Habe ich das iPhone wieder umsonst, aber mit dem habe ich Beutel gestern ausgemistet. PvP haben wir damit gemacht. Zweiter Account, kommt halt der da drauf, macht dort sein Ding. So, ich sitze jetzt hier auf dem Boden, aber ich sehe, ich muss gleich nochmal den Kameraakku wechseln. Die Leute denken, ich bin obdachlos, habe mich hier im Schneidersitz unter diesen Baum gesetzt. Das ist der Baum, hier sitze ich jetzt. Da sind die Handys positioniert, denn das brauchst du als Dorfspieler. Und was das ist, keine Ahnung, da sitze ich gefühlt drauf. Das ist so stachelig und piekst mir die ganze Zeit in den Po, in die Beine. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mir in die Kommentare. Letztens haben wir euch einen Pilz gezeigt. Und wenn ihr wusstet, was der Pilz ist, solltet ihr das schreiben. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, was das ist. Ich wechsle jetzt den Akku, dann lade ich gleich ein, denn in 8 Minuten geht der Raid los. Jetzt in 7 Minuten. So, der Raid geht in einer Minute auf. Ich habe mich jetzt hier drüben mal positioniert. Sieht wieder total bescheuert aus. Immer Vogelperspektive, nie die Froschperspektive. Da siehst du noch dicker aus. Jetzt will ich noch mal kurz auf YouTube zeigen, wen wir eigentlich jetzt hier einladen müssen. Für 13.10 habe ich den gepostet, da haben sich jetzt ein paar Leute eingetragen. Henry, Niki, Shinaya, Hubi, Michi, Creeper2Go, Borki, NetGhost, Matze Nottland, Jan von Smile und Johannes. Jetzt muss ich mir den Johannes aber nochmal irgendwie hier einspeichern, weil ich habe mir die anderen alle in den Zwischentab. So, Jo, jetzt zeigt es 11 Leute an. Oh mein Gott, wer heißt denn dann noch Johann? Johann Nachtara, den kenne ich nicht, aber wir sollen den Johannes einladen. Dann nehme ich die nochmal alle raus, warte bis es aufgeht, gehe schon mal auf die Arena drauf. Müsste aber ganz kurz eine private Gruppe machen und nachdem ich eingeladen habe, diese veröffentlichen, sodass auch andere Leute rein können, die in der Umgebung sind, weil ich sonst Angst habe, dass die Leute, die ich einlade, gar nicht mehr mit rein können. Und die sollen ja erstmal rein, die haben sich extra dafür angemeldet. So, jetzt lass mich kurz mal hier private Gruppe machen. Privat heißt bei mir jetzt Gruppe erstellen. Radfratz, Bisa, Sam, Radfratz. Und da lade ich jetzt erstmal kurz ein, damit die 10 Leute reinkommen. Da haben wir hier Henry, Shinaya, NetGhost, Matze, Creeper. Die anderen muss ich dann reinholen. Solange kann ich hier versuchen, bei dem mal auf die Gruppe drauf zu gehen. So. Ach, ich warte einfach, bis ich es öffentlich gemacht habe. Dann kann ich nämlich einfach so reingehen. Das passt schon. Sobald ich wieder einladen kann, packe ich die letzten 5 rein, dann mache ich sie öffentlich, dann kann ich mit den anderen 3 Accounts nämlich öffentlich beitreten, dann passt das. Ansonsten seht ihr schon wieder, Togekiss ist auch vorgeschlagen, ist ja auch eine Fee sozusagen mit Fee-Attacken, ansonsten alles voll mit Gadewar. War habe ich schon richtig gemacht, dass ich die ganze Zeit mega Gadewar-Raids gemacht habe auf dem Account, in Vorbereitung auf Schlinking, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass er dann kommt. So, jetzt will ich eigentlich einladen, verdrück mich aber immer zu. Geh jetzt mal runter, habe jetzt hier 4 Hubi Michi noch und jetzt sind alle eingeladen. Und da jetzt alle eingeladen sind, können wir es theoretisch öffnen. Dann kann ich aber nicht in die öffentliche Lobby, weil da nämlich jetzt eine andere Lobby ist. Also muss ich jetzt doch auf privat drücken und muss den Gruppencode eingeben, dass ich in meine Lobby komme. Mit Rad. Rad, grün, Rad und nochmal Rad, grün, Rad. Die schmeißen wir jetzt alle mit rein. 9, 11, bereit. Okay, ich drücke auf den einfach bereit. Die haben alle hier eine Machomai-Armee am Start, das ist auch gut. Weil Unlicht, ne, gegen Unlicht kannst du ja auch Kampf nehmen. Ich weiß gar nicht, ist das Ding eigentlich nur Unlicht? Ist das Unlicht-Drache? Normal blende ich immer die Konda-Grafik ein, das habe ich mir jetzt erspart. Habe jetzt hier 11 Leute drin. Jetzt sind es 12. Da fehlt sicherlich einer. Da fehlt sicherlich einer. Irgendeiner hat es bestimmt nicht reingeschafft. Koronika hat gerade kommentiert. Vermutet mir das dort angezeigt und hier nicht. Das muss ich nicht verstehen. Jetzt lege ich die mal nebeneinander, dass ich besser drücken kann. Das Ding müsste auch in 2 Sekunden eigentlich schon tot sein. Das hat damals nicht viel ausgehalten. Das hält diesmal nicht viel aus. Man hat ja jetzt bessere Pokémon als damals. Im Normalfall. Deswegen knüppel mal das durch. Und ich finde, das sieht so genial aus. Dieser riesengroße Mund, wo man reinschaut und da ist so eine ganze Landschaft drin, versunken irgendwie. Das ist das perfekte Halloween-Pokémon. Warum habt ihr das nicht zum Kanalmaskottchen gewählt? Ihr habt Darkrai gewählt. Darkrai ist ja cool, aber irgendwie Schlinking ist halt noch cooler. Es ist leider so, aber wenn Hannes morgen kommt, werden wir ein bisschen auf Schlinking-Jagd gehen.
Ich habe geguckt, ich habe glaube ich 5 Pässe jetzt, 2 freie. Ich kann aus der einen Forschung, wenn ich die abhole, kriege ich nochmal 2. Das nehme ich alles. Ich darf ja nicht aufladen, deswegen darf ich nur das nehmen, was da steht. 1589, 1595, 1583, also 1595 wäre das höchste, was wir jetzt haben. Gucken wir hier rein, ob es ein Shiny ist. Es ist kein Shiny. 16,8, das ist auf jeden Fall das höchste von den ganzen Accounts. Wir fangen es mal. Oder versuchen es zu fangen. Der ist so fett und man wirft trotzdem daneben. Das kann doch nicht sein. So, Kreis ist eigentlich eingestellt, aber ich werfe immer drüber. Das heißt, ich muss kürzer werfen. Also wer da vorbei wirft, ne, dann gute Nacht. Vielleicht sollte ich den Kreis auch einfach größer lassen. Hier wieder drüber. Also es trifft zwar das Pokémon, aber ich treffe nicht in den Kreis, weil ich zu weit werf. Du bist es wieder gewohnt von den anderen. Hier, einfach gemütlich, zack, bisschen mit dem Finger, einfach nur schnippen. Malt eine 8, immer eine 8 malen, dann passt das. So, nochmal Beere drauf. Malen, 8, nicht zu doll. Wieder nicht einfach fabelhaft. 1, 2, warte. Wir machen es jetzt mal ordentlich. Wir stellen jetzt den Kreis einfach mal ein. Statt wild drauf zu werfen, nehmen wir uns die Zeit, stellen den Kreis ein. Ob das reicht, weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Wir warten, bis er angreift. Wir curven. Wir werfen wieder drüber. Was hier bei dem Handy vor allem ist, ihr seht, was ich mache. Ihr seht auf dem Bildschirm, was ich drücke. Das habt ihr beim iPhone nicht. Einfach fabelhaft passt. Die Größe vom Kreis brauchen wir nicht mehr verstellen. Er ist jetzt auch drin. Das ist der dritte Dex-Eintrag jetzt. Der dritte Pokédex-Eintrag in einem Video. Jetzt müssen wir nur noch mal bewerten und gucken, was er so macht. Toll. Der ist ja mega schlecht. Ich dachte jetzt, wenn er schon besser ist als alle anderen drei, dass er wenigstens gut ist. Also er hat 3 Sterne, okay, aber 13, 12, 13. Nee. Das ist übrigens ein Pokémon, was wir, glaube ich, in der Superliga gut nutzen können. Deswegen versuchen manche, die zu tauschen, dass die unter 1500 bleiben. Ansonsten machst du damit nicht viel. Ich feiere es halt jetzt nur. Ich brauche mir jetzt nichts mehr aus Legendären machen. Die 100er Hands haben ein Ende. Ich werde jetzt einfach nur noch ein paar Pokémon, die ich cool finde, jagen. So ein Shiny Schlinking in der Sammlung ist bestimmt richtig cool. Wer weiß, was demnächst alles kommt. Ich werde alles dafür ausgeben, auch wenn das nicht nützlich ist. Robert hat jetzt eingeladen. Da sitzt noch ein Fleckmon. Ich laufe jetzt aber zum Bahnhof, denn ich muss jetzt das Muttertier abholen. Die rennt irgendwo dort beim Bahnhof gleich rum, müsste kommen fürs Wrestling-Wochenende. Und morgen kommt Hannes. Das wird auf jeden Fall was. So, jetzt muss ich noch schnell das Muttertier suchen. Da vorne ist nämlich keiner gewesen. Was ist hier denn los? Alles voll Polizei, guckt ihr das an? Ja, das ist normal, weil da ist irgendwie die Polizei drin oder so. Mal gucken, ob wir sie finden, ob sie hier irgendwo rumfliegt. Oder ob der Zug wieder Verspätung hat und die nicht Bescheid sagen kann, weil ihr Handy nicht funktioniert und ich jetzt hier alleine rumstehe und warte. Ich kam, bin nämlich hier vorne runter und habe dich gesehen. Hallo. Hallo. Ich habe dich nicht gesehen. So. Das ist das Muttertier mit dem Beutel und deswegen würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, der nächste Community Raid mit Hannes. Bis morgen wieder zum Bahnhof. Ah.